Es ist wieder soweit, Montag 19 Uhr. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar. Die Dauer ist wie gewohnt circa eine Stunde. Mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie heute alle wieder mit dabei sind. Ich bin leider etwas erkältet, Sie hören es an meiner Stimme. Bisschen angeschlagen. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir und entschuldigen ja, meine Stimme heute. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie so rege an unserer Webinarumfrage teilgenommen haben, die wir über 2 Wochen aufgezogen haben. Und natürlich möchte ich heute unser Ensemble begrüßen, die Trading-Gruppe 2.0 mit Ingmar Königshof und René Wolfgang und Stefan Feuerstein. Auf der heutigen Agenda haben wir folgende Punkte stehen. Einmal ein paar Informationen zu den bevorstehenden Börsentagen, die in München und Stuttgart anstehen. Dann ein Rückblick vom Ingmar. Da unter anderem eine Analyse zu Gold, dem S&P 500 und Erdgas. Dann einige Trading-Strategien wieder passende. Und Fragen versuchen wir während des Webinars wieder zu beantworten. Wenn das nicht klappen sollte, dann machen wir das am Ende. Ja, die wichtigen Punkte rechtlichen Hinweise muss ich auch mal wieder mit aufführen. Das sind 3 Punkte, die Sie auch schon alle kennen. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Der zweite Punkt ist, dass die Produkthinweise zu Hebelprodukten nur Demonstrationszwecken dienen und keine Empfehlungen darstellen. Und der letzte Punkt, Hebelprodukte können oder bergen natürlich ein Totalverlustrisiko und das Ausfallrisiko der Emittenten ist auch nicht zu vernachlässigen. Ja, kommen wir gleich zum Tagespunkt 1, Börsentage, Infos München, Stuttgart. Wir haben mal eine Folie vorbereitet. Im März ist es soweit, Anfang April auch, Börsentag in München am 25. März 2017. Das ist ein Samstag von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Da sind wir mit der DZ-Bank an einem Stand aktiv. Sie können uns da gerne besuchen. Börsentag Stuttgart in West über 2 Tage vom 7.4. bis 8.4. von 9 bis 18 Uhr jeweils, Freitag und Samstag. Ja, da sind wir in Stuttgart unterwegs und wir haben Ihnen auch einmal hier die Label für die beiden Börsentage beigefügt. Was wir schon mal anmerken möchten, ist, dass Sie über uns für die Invest-Kursen kostenlose Tickets bekommen können, DZ-Bank Derivate. Den Internetlink werde ich nächste Woche posten und mit aufnehmen. Ursprünglich kosten die Tickets 25 bis 30 Euro, je nachdem, online oder vor Ort. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite unten, dass wir ab nächster Woche einen Link präsentieren werden, wo Sie mit dem Passwort dzbank-derivate.de einen Code einlösen können, mit dem Sie dann kostenlos auf den Invest gehen können und sich die Kosten sparen können, wenn Sie möchten. Ja, und dann kommen wir doch gleich zum zweiten Tagespunkt, Rückblick, den der immer machen wird. Wir hören gespannt zu. Bis gleich. Ja, servus Markus, servus in die Runde. Erstmal gute Besserung, Markus. Ich habe aber gerade schon gedacht, dass dieses Webinar schon den ersten Vorteil hat, dass du uns nicht mehr anstecken kannst. Das ist schon mal gut, dass wir das also alles in Webinarform hier machen. Aber natürlich von hier aus schon mal gute Besserung. Dann, Markus hat schon gesagt, wollen wir kurz erst mit einem Rückblick wie immer starten. Wollen wir kurz schauen, was wir als letztes für Strategien am 20.02. vorgestellt haben. Das war zum einen eine Long-Strategie aus Silber. Dort hat der René die Vorfilter aufgezeigt, hat er gesagt, dass wir ein Long-Setup laut dieser Vorfilter vorliegen haben. Aber Stefan sagt, der Markt ist schon gut gelaufen, der Silberpreis. Wir sollten das Limit etwas tiefer setzen bei 17,30 $ mit den Zielen bei 18,10, 19, 20, 21, 20 und 22 US-Dollar und einem anfänglichen Stopp von 15,50 $. Sie sehen ganz unten, momentan ist der aktuelle Kurs 17,73. Und das Limit wurde bislang noch nicht ausgeführt. Sie sehen zunächst mal blau eingekreist wieder den Tag des Webinars oder die Tage rund um das Webinar. Danach ist der Silberpreis, Sie haben es wahrscheinlich verfolgt, erstmal weiter nach oben angezogen, ist aber dann nochmal deutlich zurückgekommen. Den Chart habe ich übrigens am Sonntag erstellt, weil ich heute nicht bei mir in der Wohnung bin außerhalb, deshalb hatte ich den Chart schon am Sonntag fertig gemacht. Das sind dann die Kerzen von Donnerstag und Freitag und Sie sehen, dass am Donnerstag der Silberpreis massiv unter Druck gekommen ist. Und ja, dann war es auf jeden Fall aus diesem Blickwinkel schon mal gut, dass wir das Limit etwas tiefer gesetzt haben. Wir haben das Limit hier bei 17,30 $, die blaue horizontale Linie, können Sie daran ganz gut erkennen.
Bisweilen sind wir nicht ausgeführt worden. Wir lassen die Order weiterhin im Markt, weil wir denken, dass der Silberpreis in den nächsten Wochen und Monaten wieder anziehen wird. Von daher bleibt das Limit bestehen, auch die Ziele bleiben bestehen und auch der Stop-Loss bei $15,50. Da sehen Sie ja, dass der unter dem großen Tief platziert wurde. Also momentan noch keine Ausführungen, können wir also getrost auf den nächsten Trade schauen. Dann hatten wir eine DAX-Short-Strategie vorgestellt. Daneben zeigt auch hier, dass die Vorfilter einen Short-Einstieg anzeigen. Allerdings hatten wir auch direkt gesagt, dass wir momentan noch nicht Short gehen würden, sondern erst noch auf einen Fehlausbruch nach oben warten sollten. Daher sagte Stefan, dass man mit einem Limit bei 12.480 in etwa einsteigen könnte, mit den Zielen 11.500, 11.400 und 10.800 Punkten und einem anfänglichen Stop-Loss gar nicht weit weg, bei 12.600, also nur 120 Punkte entfernt. Und der aktuelle Kurs gerade eben bei 11.960. Und auch hier ist natürlich klar, das Limit ist eingezeichnet mit 12.480. Es kam noch nicht zur Ausführung. Und bevor ich jetzt mit dem Rückblick weitermache, Stefan, an dich die Frage, wie würdest du jetzt da weiter vorgehen? Würdest du jetzt sagen, okay, wir lassen das Limit bei 12.480 oder ziehen wir das Limit eventuell runter? Weil gerade jetzt in den letzten Tagen hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass die Luft raus ist beim DAX. Was wäre da die Herangehensweise? Ja, genau. Hat sich etwas eingedrückt, die Situation. Wir haben noch keine klaren Verkaufssignale drin, werde ich jetzt auch gleich nochmal erklären. Diese Strategie, die wir das letzte Mal vorgestellt haben, das ist quasi so eine Art, nennen wir es mal Abstauberstrategie, wenn der Kurs wirklich nach oben geht, dass wir da bei einem fehlerhaften Ausbruch das versuchen, im Sinne von einer Short-Strategie abzufischen. Eine Trendwende haben wir allerdings, wenn wir ein neues temporäres Tief erreichen im DAX. Also ich definiere einen Trend immer nach der Dow-Theorie. Das bedeutet, wir haben einen Aufwärtstrend bei steigenden Tiefpunkten, was wir hier sehr schön sehen können. Wir haben hier die Tiefs im Zuge der aufwärtsgerichteten Bewegung, sind immer weiter nach oben angestiegen. Und ein Trendwechsel wäre jetzt zu erwarten, wenn eben dieses letzte Zwischentief, das wir so in der Region um rund 11.700 Punkte hatten, wenn das eben unterschritten wird. In der Regel gibt es dann kleine Gegenreaktion und dann geht es eben weiter nach unten weg. Das bedeutet, man kann diese Strategie, diese Abfischen-Strategie, die wir das letzte Mal vorgestellt haben, entsprechend anpassen für den Fall, dass wir jetzt wirklich klare Verkaufssignale haben, die auf eine Trendwende hindeuten. Und in dem Fall würde ich die Strategie wie folgt anpassen. Eine Stop-Buy-Bedingung für eine Short-Position bei 11.650 bedeutet, wenn man dann halt eben diese 11.700 hier nach unten unterschreiben, dass wir dann eine Short-Position aufbauen, die Absicherung dann knapp über diesem letzten Zwischenhoch hier bei rund 12.150. Und an den Zielen hat sich dann eigentlich auch nichts geändert. Wir haben dann als nächstes Ziel hier diesen Bereich hier 11.400 bis 11.500 Punkte, wo wir ja die letzten Wochen da immer mal wieder dran aufgeschlagen sind, nach oben abgedreht sind. Das ist so die erste Unterstützungszone. Im weiteren Verlauf dann die Obergrenze der breiten Seitwärtstendenz, was wir hier im Spätsommer hatten, die 10.800, dann die 10.400 und letztendlich die 10.200 so als Maximalziel nach unten hin, wenn es wirklich eine größere Korrektur geben sollte. Wie gesagt, mit dieser Stop-Buy-Bedingung, mit dieser angepassten Einstiegsbedingung ist man auf jeden Fall mit dabei, wenn der Markt nach unten dreht, denn ein neues Zwischentief ist dann halt eben als Trendwechsel zu sehen. Gut, Stefan, von meiner Seite aus wäre es, ja. Nur mal kurz eine Frage, wenn du siehst ja jetzt bei dir ganz gut im Chart, sieht man ja dieses Gap, das da gerissen wurde, diese Kurslücke zuletzt, Ich glaube ungefähr bei 11.820 liegt. Was würdest du denn jetzt machen, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir schließen jetzt diese Kurslücke und du merkst, dass der Markt wieder nach oben wegdreht, würdest du dann nochmal eine neue Long-Position aufnehmen oder würdest du sagen, nee, momentan Longs lieber mal
nicht mehr eingehen? Oder würdest du dann sagen, okay, weil dann, wenn wir zu 11.820 fallen und das Ziel, was du erst gesagt hattest, das Limit mit 12.430, da hatten wir letztes Mal schon gesagt, okay, wir sind schon so nah dran, dann ist halt die Frage, ob es noch Sinn macht, eine Long-Position zu öffnen. Wenn wir jetzt aber eine Korrektur sehen auf 11.800, würdest du sagen, dann macht es eventuell nochmal Sinn, sogar eine Long-Position zu öffnen, wenn man sieht, wir drehen wieder nach oben bis zu 12.300, 12.400, 12.200, irgendwas in der Region, oder wie würdest du da vorgehen? Also ich gehe mal davon aus, dass du dieses Gap hier meinst. Genau, ja. Genau. Wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder, hier beispielsweise hatten wir ein Gap, was dann geschlossen worden ist, und hier hatten wir auch ein Gap, was dann wieder zugemacht worden ist. Das sind so, also wenn es geschlossen wird und der Markt dann gleich wieder nach oben dreht, das ist eigentlich eher ein Zeichen für Stärke. Ich persönlich würde auf dem aktuellen Niveau jetzt keine Long-Position mehr eröffnen, denn aus saisonaler Sicht haben wir bis April irgendwo eine Konstellation, wo die Kurse normalerweise nach oben gehen. Wir sind so langsam in der Endphase drin von der Bewegung, bis wir dann mal wieder eine Konsolidierung, einen etwas größeren Rücksetzer erwarten dürfen. Wer diese finale Bewegung nach oben hin mitmachen möchte, mir persönlich wäre es zu riskant. Ich versuche eher Gelegenheiten zu erkennen, wo das Risiko etwas überschaubarer ist und die Chance etwas schöner ist, als jetzt die letzten paar Prozent nach oben hin nochmal mitzunehmen. Wie gesagt, ich persönlich würde die Short-Position ja eh erst ausbauen, wenn dieses Zwischentief hier unterschritten wird. Und das bedeutet, selbst wenn dieses Gap hier zugemacht wird und der Kurs dann wieder nach oben dreht, dann hätte ich ja immer noch keine Short-Position aufgemacht. Ich wäre zwar jetzt bei der finalen Aufwärtsbewegung dann nicht dabei, würde mich aber eher versuchen, Marken zu erkennen, wo der Markt dann nach unten abdreht, wo ich dann einfach ein schöneres Gewinnpotenzial habe. Okay, super, danke dir. So, dann nehme ich wieder das Wort und auch den Bildschirm. Genau, dann schauen wir jetzt, nachdem wir auf den DAX geschaut haben, noch auf die US-Dollar-Kanadische Dollar-Strategie vom 20.02. Dort hatte René auch angezeigt, dass die Vorfilter ein Short-Signal aufzeigen, und laut Stefan sollte ein Stop beigelegt werden bei 1,29. Er hat ja gerade schon kurz erklärt, was ein Stop bei ist. Also wir würden die Short-Position eröffnen, sobald wir durch die 1,29 nach unten fallen, mit den Zielen bei 1,27, 1,25 bis 1,24, 1,21 bis 1,19 und 1,12 mit einem anfänglichen Stopp bei 1,34. Und Sie sehen, der aktuelle Kurs ist bei 1,34,12. Denn was ist passiert? Nachdem die Strategie vorgestellt wurde, ist der, sehen Sie blau, hoffentlich sieht man noch ganz gut, blau eingekreist, da sehen Sie den Tag des Webinars, als wir die Strategie vorgestellt haben. Und entgegen der Erwartung ist der US-Dollar stark angestiegen gegenüber dem kanadischen Dollar. Von daher sind wir hier noch nicht ausgeführt worden. Das letzte Zwischentief, wie Stefan eben gesagt hatte, beim DAX kann man hier ganz gut übernehmen. Das letzte Zwischentief wurde nicht unterschritten. Somit wurde auch diese Short-Position nicht eröffnet. Wir können uns erstmal das Ganze von der Seitenlinie anschauen und werden das Währungspaar natürlich in den nächsten Webinaren immer wieder mal vorbringen, wenn wir merken, dass man da einsteigen könnte. Momentan lassen wir das Limit noch da liegen bei 1,29. Sollte der US-Dollar weiter ansteigen, dann werden wir das Limit sicherlich noch weiter nach oben anpassen. Das soll es dann auch mit dem Rückblick gewesen sein. René, ich würde dir das Wort übergeben, und ich denke, wir fangen an mit Gold. Dann sollten wir zum S&P 500 kommen, und wenn wir Zeit haben, dann werfen wir noch einen Blick auf Natural Gas. Aber René, du kannst dann mit Gold starten. Das werde ich tun. Hallo in die Runde, auch von mir. Wir schauen uns zunächst einmal den saisonalen Chart für den Goldpreis an und stellen dort fest, dass wir jetzt Anfang März und für die nächsten Monate eher in der typischen Saisonalität, in der klassischen Saisonalität, eine Konsolidierungsphase haben. Naturgemäß ist es so, dass bei Gold Ende Februar, Anfang März eine leichte Korrektur einsetzt. Die ist nicht so stark, dass man sie jetzt unbedingt aktiv handeln muss, wenn man jetzt nur die Saisonalität isoliert betrachtet. Ich persönlich nutze von den Seasonals gerne die starken Schwünge, die Jahreshaupttrends, und das wäre natürlich hier eher so diese Phase
Ende des Jahres, so ab Oktober long bis Ende Februar und natürlich dann wieder ab Juli. Das sind so diese Schwünge, die man jetzt wirklich auch aktiv mit vollen Positionen nutzen kann. Nur isoliert betrachtet, die Saisonalität würde mich jetzt hier persönlich nicht verleiten, in größerem Stil short zu gehen, aber man kann natürlich schon sehen, der Goldpreis ist jetzt ordentlich angestiegen vom Tief ausgehend. Kein überragender Anstieg, aber schon durchaus spürbar. Und für Gewinnmitnahmen hat sich das durchaus angeboten Ende Februar, dieser saisonale Effekt. Und wenn man im kurzfristigen Zeitfenster agiert und mit gemäßigten Positionen, ist natürlich auf der Short-Seite durchaus da eine Korrektur zu handeln. Wie gesagt, aber von dem klassischen Ansatz her, von der klassischen Saisonalität her, wäre das jetzt nichts, was ich handeln würde, wenn ich nur die Saisonalität betrachte. Schauen wir uns die Intermarkets an. Intermarkets bedeutet bei Gold, wir schauen uns den Goldpreis in Relation zum T-Bond an, zu den 30-jährigen US-Anleihen, denn das sind sehr stark korrelierte Märkte. Gold ist ein Inflationshedge, ein zinssensitiver Markt und da macht es natürlich Sinn, sich die Anleihen anzuschauen, wie die sich entwickelt haben in Relation zum Goldpreis. Und da stellen wir fest, dass dieser Vol-Value-Indikator, den man hier unten sieht, der also genau diesen Spread abbildet zwischen diesen beiden Märkten und anzeigt, wann Gold tendenziell unterbewertet ist. Das wäre hier, wenn es diese grüne Zone unterschritten hat und aus dieser heraus austaucht, das wäre ein Kaufsignal. Das hatten wir hier, wo es eine Erholung gegeben hat, keine riesige, aber eine Gegenreaktion, die spürbar war und hier natürlich auch, wo es einen Schub gen Norden gab. Und wir haben hier oben die Verkaufszone, da ist Gold dann überbewertet. Wir haben jetzt im Moment noch keine gravierende Überbewertung, aber man kann schon sehen, dass wir von diesem Value-Indikator her durchaus eher im oberen Terrain uns befinden. Ist immer noch nicht angehalten oder ist immer noch nicht so stark das Signal, dass ich jetzt angehalten wäre, in größerem Stil etwas auf der Short-Seite zu machen. Aber tendenziell, wenn man vor der Entscheidung steht, geht man jetzt gerade in den Goldpreis im Moment rein in diesen Tagen, setzt man auf eine Korrektur oder geht man an die Seitenlinie und hält sich ein bisschen zurück, dann wären eher die letzten beiden Varianten dazu angetan, hier entsprechend zu agieren. Heißt also, entweder man hält sich ein bisschen zurück, fährt die Cashquote ein bisschen hoch, nimmt Gewinne mit auf der Long-Seite und wartet auf einen Rücksetzer, einen weiteren Rücksetzer, um dann wieder einzusteigen. Oder man hält sich eben einfach an der Seitenlinie und bleibt unverändert positioniert. Aber zum Aufstocken ist der Zeitpunkt nach diesen beiden Methodiken, sowohl saisonal als auch Intermarkets, noch nicht so ganz angetan, ist noch nicht so weit. Und wir haben ja auch noch Zyklusmuster drin. Zyklen sind natürlich sehr, sehr starre Muster. Das muss auch klar sein, dass natürlich nicht jeder Zyklus da auch einen tollen Treffer landen kann. Aber dieser Zyklus oder diese Zyklen, diese Aufwärts- und Abwärtszyklen, die der Goldpreis hat, die sind tatsächlich, oder das ist einer der wenigen Zyklen, die man auch wirklich handeln kann, die auch wirklich Gehalt haben, weil ganz viele Zyklen in anderen Märkten, die treffen zwar mal so ein paar Mal, aber haben insgesamt auf lange Sicht kein wirkliches Durchschlagsvermögen. Und hier ist es so, dass man tatsächlich sagen kann, das hat schon einen gewissen Gehalt, würde auch nicht als alleiniger Entscheidungsträger taugen. Wenn jetzt also alles andere etwas anderes anzeigt und ich kriege hier von den Zyklen her ein Long-Signal, dann würde ich nicht aufgrund dieser Zyklen eine Long-Position aufmachen. Aber es ist eine ganz gute Ergänzung, wenn man insgesamt eine Überkaufssituation hat als Beispiel oder potenziell die Saisonalität eine Korrektur anzeigt, Intermarkets zeigen eine Korrektur an und wenn wir dann hier vor einem Verkaufszyklustermin stehen, dann wäre das eher dazu angehalten. Aber im Moment haben wir da auch keinen Zyklustermin in der Nähe, sondern die nächsten Zyklustermine, die liegen spät im März und im April. Also von daher ist das jetzt auch nichts, was hier ein akutes Signal generiert. Also lange Rede, kurzer Sinn und ist zusammengefasst. Seasonals zeigen eine leichte Tendenz für eine Korrektur an, aber sie sind nicht so stark, dass man jetzt sagen kann, man muss da in großem Stil shorten, sondern es wäre eher dazu angetan, einen kurzfristigen Trade auf der Short-Seite aufzusetzen oder eben auch einfach nur Gewinne, Teilgewinne mitzunehmen auf der Long-Seite und auf einen tieferen Einstieg zu setzen. Intermarkets zeigen auch an, der Markt ist schon ganz gut gelaufen. Klassische Überbewertung haben wir im Moment noch nicht. Von daher einen leichten Hang zu einer Korrektur, den kann ich hier aus diesen Vorfiltern heraussehen. Wenn man sich hier das Market Profile noch anschaut, was wir hier an der Seite sehen, was also einfach das Volumen
auf dem jeweiligen Preisniveau anzeigt, dann sieht man, dass wir hier auf dem aktuellen Niveau, also so im Bereich um 1230, 1235 herum, haben wir ein sogenanntes Effizienzlevel. Das heißt, da hat der Markt offensichtlich Konsolidierungsbedarf auf diesem Niveau. Und wir haben dann hier im Bereich um 1208, also ganz knapp unter dem jetzigen Niveau, nicht allzu weit entfernt, haben wir auch nochmal so ein Effizienzlevel für die letzten Wochen oder bezogen auf die letzten Wochen. Also das riesige Korrekturpotenzial ergibt sich jetzt hier im Moment nicht, aber ein leichter Hang zu einer Korrektur ist aus den Intermarkets zu sehen und aus den Seasonals. Und von daher bin ich gespannt auf die charttechnische Betrachtung, die der Stefan uns jetzt zum Besten geben wird. Jawohl, und ich starte wie immer mit der langfristigen Betrachtung. Hier zunächst der Monatschart. Was man sehen kann, ist, dass wir seit dem Hoch, was wir im Jahr 2011 hatten, eben jetzt in einer abwärtsgerichteten Bewegung sind. Hier haben wir den Abwärtstrend, den wir in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres auch sehr intensiv getestet haben. Und jetzt hatten wir seit Ende Dezember eben diese Aufwärtsbewegung, die jetzt zuletzt aber etwas ins Stocken geraten ist. Und was hier sehr interessant ist, hier unten, das ist der MACD auf Monatsbasis gerechnet, hier verengen sich die beiden Durchschnittslinien bereits und es könnte sich daraus ein Verkaufssignal ergeben. Das ist jetzt noch kein Verkaufssignal, das ist nur ein Hinweis, ein Warnhinweis für uns, dass eben der Kurs, der eben an Dynamik knapp unter dieser abwärtsgerichteten Trendlinie verliert, dass der etwas in Stocken gerät und deswegen sollte man da ein bisschen aufmerksamer das Ganze beobachten in dieser Zeitebene. Und deswegen gehen wir gleich in die nächste Zeitebene rein. Hier sehen wir die Bewegung der letzten Monate. Hier haben wir einen abwärtsgerichteten Trendkanal, der ist allerdings nicht sehr stark ausgeprägt. Dennoch sind wir am oberen Rand jetzt zuletzt nach unten abgedreht. Sehr interessant hier eben in Verbindung mit dieser Tendenz, das ist jetzt der MACD auf Tagesbasis gerechnet. Wir haben hier durch diese gleichbleibenden Hochpunkte im Indikator in Verbindung mit den steigenden Hochpunkten im Goldkurs selbst eine negative Divergenz, die schon ein Anzeichen dafür ist, dass es eben weiter nach unten geht. Als kleine Bestätigung, wir haben hier das letzte kleine Zwischentief, sieht man später im Stundenchart noch etwas genauer, haben wir unterschritten. Jetzt wäre die nächste Preisbestätigung, wenn wir das letzte markantere Zwischentief hier bei knapp unter 1220 US-Dollar nochmal unterschreiten würden, dann sieht es nach einer kurzfristigen Trendwende nach unten aus. Deswegen gehen wir auch gleich in den Tages in den 60-Minuten-Chart rein, in den Intraday-Chart. Da lassen sich noch mehr Details erkennen für das kurzfristige Timing. Und zwar, ich habe es schon erwähnt, das letzte Zwischentief oder die letzten Zwischentiefs, die wir hier eben in dieser Zeitebene hatten, die haben wir jetzt zuletzt unterschritten. Und jetzt ist eben so dieser Bereich hier interessant, wenn wir da nochmal drunter fallen, dann haben wir wirklich noch nochmal eine Bestätigung für diese momentan negative Tendenz und dann ist davon auszugehen, dass der Kurs eben weiter nach unten abdreht. Wenn wir hier nach unten nochmal schauen, hier haben wir den MACD auf 60 Minuten Basis gerechnet und auch der hat mittlerweile ein Verkaufssignal generiert, sodass eben unter dem Aspekt auch davon auszugehen ist, dass wir hier zunächst weiter nach unten abdrehen werden. Deswegen habe ich in dem Fall mit einer Limit Order gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht die nächsten Tage nochmal ganz leicht nach oben gehen. Und dann würde sich hier eben ein Einstieg anbieten im Zuge dieser leichten Erholung, die wir da sehen könnten, möglicherweise, sodass ich mit einem Limit arbeite mit 1240 US-Dollar und damit knapp unterhalb dieses letzten Zwischenhochs, was wir hier haben. Eine Absicherung dann bei rund 1255 US-Dollar, damit sind wir eben ganz knapp über diesem
Zwischenhoch, was ich hier erwähnt habe, da möchte ich nicht in Short positioniert sein, wenn der Kurs da drüber geht, deswegen hier knapp darüber die Absicherung. Und dann nach unten hin die Ziele, zunächst bei 1230 US-Dollar, dann sind wir hier bei dem letzten Zwischentief, was wir hier hatten, die 1222 und die 1215, das sind so diese Ziele, die ich hier schon gezeigt habe von Mitte Februar. Und dann im weiteren Verlauf, dann wären wir hier bei den 1180 bzw. 1120. Hier die 1180 bzw. 1175, wir haben hier das Zwischentief von Ende Januar und die 1120, da müssen wir wieder in den Tageschart zurückgehen. Das wäre das Zwischentief, was wir im Dezember hier erreicht haben. Das ist so nach unten hin das Maximalziel. Da würden wir uns dann auch im Zuge dieses Abwärtstrendkanals wieder nach unten bewegen. Einfach so als Szenario, dass man weiß, wohin geht der Kurs, wenn man da eine Short-Position eröffnet. Gut, ich wiederhole am Ende nochmal das Trading Setup, bevor ich dann an den Markus übergebe. Einstieg, wie gesagt, im Zuge einer kleinen Gegenbewegung nach oben bei 1240 Dollar. Der Ausstieg mit einem engen Stop bei 1255 Dollar, knapp über dem markanten letzten Zwischenhoch. Und die Ziele, die 1230, 1222, 1215, 1180 und nach unten hin dann vielleicht sogar die 1120 US-Dollar. Gut, das wäre es von meiner Seite und jetzt kann Ihnen der Markus zeigen, wie man die passenden Produkte dazu rausfindet. Ja, danke dir, Stefan. Kommen wir gleich zu der ersten Trading-Strategie. Handelt sich um den Gold-Short-Trade. Ihr habt ihn ja schon beide besprochen. Ihr erwartet keine starke Kurskorrektur nach unten, sondern eher eine leichte Korrektur. Und es handelt sich um einen eher kurzfristigen Trade. Und das Ganze schauen wir uns jetzt gleich mal an auf dem Guidance Desktop. Den Bildschirm sollten Sie alle sehen. Ich gucke mal gerade. Ja, ist alles da. Das ist der gewohnte Bildschirm vom Guidance Desktop. Hier die entsprechende Internetseite hier oben in blau markiert. Standardmäßig ist ja der DAX immer eingestellt. Das sehen wir hier ganz schön. Hier oben der DAX. Hier kann man den Basiswert verändern. Das machen wir auch gleich und nehmen die Levels, die uns jetzt Stefan auch vorgegeben hat. Wir suchen nach Gold. Hier oben ist es schon, aktuell 1225 US-Dollar. Klicken das an und dann sehen wir, dass wir hier oben den Basiswert Gold stehen haben. Wir geben die Levels ein. Den Einstieg bei 1240 US-Dollar, sprich leicht oberhalb des aktuellen Levels. Kursziel gab es ja verschiedene, die 1230, 1222 bis runter zu 1120 US-Dollar. Ich nehme mal den mittleren Wert, die 1215, und gebe die als Kursziel ein, 1215. Und als Stop-Loss relativ knapp gewählt, oberhalb der 1240, die 1255 US-Dollar. Was nun passiert, Sie kennen das alle, oben haben wir das Chartbild. Sie sehen auch die verschiedenen Linien. Wir sehen hier das Stop-Loss-Level in rot eingezeichnet, hier entsprechend den Einstieg in blau und grün das Ziel. Das Ganze transferiert sich hier unten in der Produktwelt. Nochmal ganz schön, Sie sehen die oberste Strategie oder die oberste, vielmehr die oberste WGM ist der Strategie am nächsten, die wir hier vorstellen. Wir sehen, wie sich die entsprechenden Parameter, der Einstieg, das Kursziel, das Stop-Loss-Level in die entsprechenden Produkte transferieren lässt. Wir sehen zum Beispiel bei der obersten WKN hier oben, dass die 1736 letztendlich, das wären, das ist ein Euro, 1,73 Euro würde der Schein kosten. Das Ganze ist nicht mehr in US-Dollar, sondern auch umgerechnet dann in Euro. Das Kursziel würde entsprechend 4,78 Euro betragen, sehen wir hier sehr schön. Und wenn wir ausgestoppt werden würden bei 1255 US-Dollar, würde ein Restwert von 29, knapp 30 Cent entstehen. Wieder angenommen, 10.000 Euro Trading-Volumen oder Kapital, 1% investiert, gibt eine Positionsgröße von 119.
119 sehen wir hier genau. So, das würde entsprechend dann einen Gewinn bringen von ja ungefähr 161 Euro und bei einem Verlust eben ja 99, knapp 100 Euro Verlust. Das wäre ein Chance-Risikoprofil von 1,63. Und ja, Sie könnten letztendlich das Produkt dann auch über Ihre Broker, wie ich es jedes Mal zeige, verschiedene Broker dann auswählen, jeder Volksbank-Broker, und dann das Produkt entsprechend kaufen. So, das wäre letztendlich, wenn ich es richtig eingegeben habe, 1240 ist der Einstieg, letztendlich das Level für die Short-Strategie 1212 hatte ich ja angenommen für das Kursziel und Stop-Loss waren die 1255. Das wäre jetzt schon die Strategie auf Gold, würde dann wieder übergeben an den René, der dann weitermacht mit dem S&P 500 und letztendlich hier jetzt ja, weitermacht und beschreibt. Ich übergebe an dich, René. Wir machen weiter mit dem S&P und schauen uns zunächst einmal die Saisonalität an. Dort ist zu sehen, dass wir so in der zweiten Februarhälfte typischerweise in eine Korrektur gehen und die insgesamt oder wir diesen Konsolidierungsmodus, den der Markt da naturgemäß einschlägt, so bis in den in die Mitte des März eigentlich haben und dann beginnt typischerweise eine scharfe Rallye im Markt und hier haben wir im Prinzip eine ähnliche Situation, wie wir sie auch eben für Gold beschrieben haben. Kurzfristig ist eine Korrekturchance gegeben. Der Markt hat ja schon so ein bisschen begonnen, auch zu konsolidieren, ein bisschen zurückzukommen über ein paar Tage. Aber rein saisonal betrachtet hat man so ab der zweiten Märzhälfte tatsächlich typischerweise nochmal eine erhebliche Dynamik gen Norden zu erwarten. Gerade auch so die Zeit bis Mitte April ist naturgemäß von steigenden Preisen oder von steigenden Kursen geprägt, was mit dem Tax Day in den USA zu tun hat. Das ist, ich glaube, dieses Jahr am 18. April, ich weiß nicht genau, ob es der 18. ist, aber müsste eigentlich so um den Dreh herum sein. Tax Day hat einen starken Effekt im US-Aktienmarkt. Ganz einfach, weil im Vorfeld die zwei Wochen, die ersten zwei Wochen eines Monats, wenn man die sich für jeden Monat betrachtet und dann eben schaut, wie sind die ersten zwei Wochen im Januar, im Februar, im März und so weiter, im April, dann sticht der April ganz, ganz klar hervor. Der ist um Längen besser als die anderen ersten zwei Wochen eines Monats. Von daher ist perspektivisch betrachtet auf Sicht von 4 bis 6 Wochen, 4 bis 8 Wochen immer noch der Bullenmarkt aktiv. Kurzfristig hat man aber jetzt auch erste Ermüdungserscheinungen im DAX gesehen, auch im S&P. Auch die Tech-Märkte sind so ein bisschen zurückgekommen. Da ist jetzt noch kein großer Verkaufsdruck entstanden bislang, aber diese Korrekturtendenz müsste eigentlich rein saisonal noch so ein bisschen andauern, nicht in gravierendem Ausmaß wahrscheinlich, aber da dürfte man noch so ein bisschen eine Konsolidierung sehen. Wenn wir uns die Intermarkets anschauen, speziell den Forecast, der auf der Intermarket-Relation zwischen dem Aktienmarkt und dem Bondmarkt basiert, dann sehen wir dort genau das, was eben auch schon saisonal untermauert wurde, nämlich dass wir so bis Mitte März dort naturgemäß so eine eher engmaschige Konsolidierung sehen, eine leichte Korrektur, Gewinnmitnahmen sehr häufig und dass es dann Ende März, also so in der zweiten Märzhälfte, Ende März, Anfang April, naturgemäß nochmal deutlich beschleunigt und das ist das, was man hier sieht. Diese rote Linie zeigt den Forecast, intermarketbasierten Forecast für den S&P und die dunkle Linie hier zeigt den tatsächlichen Verlauf des S&P, der natürlich jetzt bis hierhin nur vorliegt. Das hier ist die Zukunft, die potenziell dann so laufen soll. Und wenn man die Vergangenheit anschaut, dann ist dieser Forecast gar nicht mal so unpräzise. Wir haben das auch in einem der letzten Webinare auch schon uns angeschaut. Man sieht hier, diese Korrektur, die da prognostiziert wurde, kam tatsächlich, Erholung kam tatsächlich, hier wurde eine Abwärtsbewegung prognostiziert, da ist der Markt seitwärts gelaufen, was auch nicht verkehrt ist, wenn es abwärts prognostiziert wird, man ist short und es läuft seitwärts, dann verliert man wenig bis nichts. Hier dann dieser Aufschwung ist tatsächlich auch so gewesen wie prognostiziert, dann gab es eine Konsolidierung und dann gab es jetzt auch bis jetzt immer noch einen Aufschwung.
Leichter Rücksetzer ist hier zu erwarten, aber nicht gravierend. Und dann hat man nochmal eine Rallye. Und das ist auch so im Prinzip diese Grundausrichtung, die ich persönlich in meinem Trading habe. Ich bin insgesamt noch long, ganz, ganz stark übergewichtet. Ich habe jetzt kurzfristig mal so ein bisschen auf Korrekturen gesetzt. Aber nach dem, was ich hier an Instrumenten nutze und an Filtern, an Vorfiltern, ist im Moment eine Konsolidierung angesagt. Aber diesen Rücksetzer, den wir da sehen, den sollte man laut diesen Forecasts, laut diesem Forecast-Modell und laut dem saisonalen Filter für einen Einstieg, für einen nochmaligen Einstieg nutzen. Oder wenn man investiert ist, sollte man vielleicht allenfalls jetzt die Positionen ein bisschen reduzieren, beziehungsweise auf eine kurze Korrektur setzen, allerdings noch nicht auf die große Trendwende, die alle erwarten. Insbesondere auch, weil wenn man die Grundstruktur eines Marktes sich mal anschaut, dann ist es eigentlich immer so, dass in Trends es in der Mehrzahl der Fälle im Endteil eines Trends eine Beschleunigung gibt, dass die Ranges größer werden, dass der Markt nochmal viel, viel steiler wird, sowohl in einem Bullenmarkt oder im Aufwärtstrend als auch in einem Abwärtstrend. Im Endteil wird es sehr, sehr steil. Und das haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, sondern der Markt schleicht so ein bisschen nach oben. Und es haben, wenn man sich so umschaut, ganz, ganz viele Leute schon viel zu früh auf die Short-Seite gesetzt, in größerem Umfang. Und die sind natürlich alle jetzt im Moment noch am Eindecken ihrer Position beziehungsweise am Glattstellen ihrer Position. Dadurch hat man auch wahrscheinlich eine Verlängerung dieses Bullenmarktes insgesamt. Fazit also, kurzfristig Konsolidierungsmodus, leichter Rücksetzer, vielleicht Korrekturen von 1, 2, 3% durchaus realistisch. Auch vielleicht über 2, 3 Wochen, dass es da noch so ein bisschen wackelig ist, aber auf Sicht von 6, 8, 10 Wochen ist dieser Long-Modus, den wir haben, insgesamt noch intakt. Und ich persönlich bin immer noch, wie gesagt, bullisch positioniert und nutze allenfalls jetzt mal kurzfristige Trades für die Short-Seite, allerdings auch sehr, sehr moderat gewichtet. Die ganze Sache charttechnisch ausschaut, wird uns jetzt der Stefan näher bringen. Jawohl. Und auch beim S&P beginne ich zunächst, obwohl es sich jetzt um einen kurzfristigen Trade handelt, zunächst mit der langfristigen Ebene, schon aus dem Grund, dass man einfach weiß, wie sieht das langfristige Bild aus, wo stehen wir aktuell. Denn nach meiner Philosophie ist es so, ich muss wissen, woher kommt der Kurs, dass ich in etwa auch weiß, wo es hingeht. Das übergeordnete Bild ist für mich da immer wichtig. Hier der S&P zunächst auf Monatsbasis. Man sieht hier, dass wir uns in einem langfristigen Aufwärtstrend bewegen. Der ist zwar etwas schwächer ausgebildet, dennoch ein paar Mal schon bestätigt worden. Da sind wir aktuell etwa in der Mitte drin, bedeutet, wir haben hier durchaus noch Potenzial weiter nach oben. Auch hier mit Blick auf den hier auch wieder MACD auf Monatsbasis gerechnet, haben wir noch kein Verkaufssignal. Wir haben hier zwar, es könnte sich eine negative Divergenz ergeben, indem einfach dieses Hoch höher ist als dieses Hoch, während der Kurs selbst neue Hochpunkte ausbildet. Allerdings haben wir hier unten nicht wirklich ein Hoch, sondern wir laufen ja hier noch weiter nach oben. Okay, gehen wir dann auch schon in den Wochenchart hinein, beziehungsweise, nein, das ist der Wochenchart. Hier sieht man den aufwärts gerichteten Trend, den wir die letzten Jahre ausgebildet haben. Und interessant ist hier diese Konsolidierungsformation, ja, diese Konsolidierung, die wir im Jahr 2015 bis 2016 hatten. Dann hatten wir den Ausbruch nach oben, eine leichte Pullback-Reaktion und laufen jetzt seitdem weiter nach oben. Soll es wirklich zu einem Rücksetzer kommen, dann sollte auf jeden Fall diese Oberseite, diese Seitwärtstendenz nicht mehr unterschritten werden, denn sonst ergeben sich weitere Verkaufssignale. Wenn der Kurs allerdings hier wirklich nur ranläuft und diese Unterstützung in der Region um rund, ja, 2100 Punkte nochmal bestätigt und dann nach oben abdreht, dann ergibt sich hier auch nochmal ein schönes Niveau, um langfristige Long-Positionen noch besser abzusichern. Das bedeutet auch aus dem Schaubild her eher ein kurzfristiger Rücksetzer. Und wenn wir hier unten auf den Indikator schauen, dann sehen wir, der ist schon relativ weit nach oben gelaufen. Da hatten wir
in den letzten Jahren auch immer mal wieder kleinere Rücksetzer auf dem Niveau zu beobachten. Wenn wir hier beispielsweise am Anfang 2012 nehmen, gab es hier eben einen kleinen Rücksetzer, oder dann auch im Zuge der Aufwärtsbewegung gab es immer mal wieder kleinere Rücksetzer, die der Index dann vollzogen hat. Das bedeutet auch trotzdem, dass wir jetzt von dem Indikator so ein hohes Niveau haben, muss das noch nicht bedeuten, dass wir einen größeren Rücksetzer bekommen. Auch hier wieder, wenn wir diese Bautheorie, die ich vorhin schon bei Gold erklärt habe, wenn wir die hier anwenden, wenn dieses letzte Zwischentief, machen wir die ganze Linie weg, dass man wieder etwas mehr erkennen kann, wenn dieses letzte Zwischentief, was wir hier bei knapp unter 2100 Punkten haben, wenn das unterschritten wird, dann ergibt sich wirklich ein Trendwendesignal oder ein erstes Anzeichen dafür. Bis dahin gehen wir davon aus, dass die mittel- bis langfristige Richtung weiter nach oben zeigt. Gut, jetzt gehen wir aber davon aus, dass es, wie gesagt, kurzfristig einen kleinen Rücksetzer gibt, und deswegen haben wir jetzt dieses Mal da eine spekulative kurzfristige Short-Strategie mitgebracht. Und für das genaue Timing gehen wir jetzt nochmal in den Tageschart rein. Das ist wieder ein 60-Minuten-Chart. Da ist auch der Indikator hier unten, der MACD, auf 60 Minuten gerechnet. Und da sieht man schon, wir haben hier ein kleines Verkaufssignal gehabt, drehen hier momentan nach unten weg. Sollte der Kurs hier das letzte Zwischentief in der Region 2360, 2350 unterschreiten, dann ist davon auszugehen, dass wir hier einen weiteren Rücksetzer sehen werden. Wie gesagt, die Strategie ist kurzfristig ausgelegt. Ich habe die jetzt mal mit einem Limit auf aktuellem Niveau etwa kreiert, Limit 2370 und einem ganz engen Stopp knapp über diesem Tief, was wir hier Anfang des Monats hatten, bei 2410 Punkten. Bedeutet, wenn wir wirklich nach oben weiterlaufen sollten und ein neues Hoch schreiben, dann stellen wir die Short-Position auch sofort wieder glatt. Nach unten hin die Ziele. Das nächste Ziel wäre dann hier, deswegen auch der 60-Minuten-Chart, das sieht man einfach mehr im kurzfristigen Bereich. Wir hatten hier bei 2300 Punkten Ende Januar bzw. Anfang Februar das Problem, nach oben drüber zu steigen. Das bedeutet, das ist unsere nächste Unterstützung nach unten hin. Deswegen ergibt sich auch hier das nächste Kursziel bei 2300 Punkten. Dann im weiteren Verlauf die 2250 Punkte. Da haben wir hier die kleinen Zwischentiefs vom Januar und dann die 2235. Das ist hier das Zwischentief, was wir über den Jahreswechsel erreicht hatten. Und wenn es dann wirklich noch ein bisschen weiter nach unten gehen sollte, dann sind wir hier in der Region, wo wir hier Anfang November waren, bei rund 2200 Punkten, beziehungsweise wenn wir hier das Gap hier tatsächlich nochmal schließen sollten, kommen wir sogar noch ein kleines bisschen weiter runter. Schön wäre es natürlich, wenn im Zuge dieses kurzfristigen Rücksetzers der Kurs sogar überhalb dieser Kurslücke, die wir Anfang November hier aufgemacht hatten, nach oben drehen würde, und dann ergibt sich weitere Kursstärke damit. Deswegen, ich wiederhole hier am Ende nochmal das Trading Setup für die kurzfristige Short-Strategie: Limit auf aktuellem Niveau bei rund 2370 Punkten, der Stoppkurs ganz eng bei 2410 Punkten und dann die Ziele 2300, 2250, 2235 und vielleicht sogar die 2200 noch. Und mit diesem Trading Setup übergebe ich dann jetzt nochmal an den Markus. Ja, danke dir, Stefan, nochmal. Dann kommen wir gleich zur zweiten Trading-Strategie, auch wieder eine Short-Variante. So, ja, genau. Zweites Trading-Setup, Short-Variante, die darauf setzt, dass eben der S&P eventuell in die Richtung 2250 wieder zurückgeht oder tiefer fällt. Das schauen wir uns dann sofort auf dem Guidance-Desktop einfach mal an, wie das aussehen würde. Wir sehen jetzt hier noch im aktuellen Chart, sehen wir, dass wir hier Gold noch drin stehen haben. Das ist von der vorherigen Strategie. Wir wählen also jetzt den S&P 500 hier aus und geben dann die verschiedenen Levels einfach mal sofort ein. So, Stefan hatte gesagt, 2370
Punkte im S&P. Dann als Kursziel würden wir die 2250 dann Punkte eingeben, Stop-Loss mit relativ engem Stop-Loss, sehr engem Stop-Loss eingesetzt, 2410. Die Produkte kommen hier unten wieder rein. Wir ziehen die obere Grafik noch ein bisschen genauer nach. Und dann sehen wir einfach, es ist schon schön, dass bei der oberen, bei der Short-Strategie an sich, dass das Stop-Loss-Level im Verhältnis zum Einstieg hier deutlich kleiner ist als eben der Einstieg zum Ziel. Das wird sich dann auch gleich in dem Chance-Risiko-Verhältnis niederschlagen, was wir dann sehen werden. Also wir haben jetzt hier die drei Parameter eingegeben. Einstieg 2370, Kursziel 2250, Stop-Loss 2410. Die Produkte, die dann entsprechend daraus entstehen, die oberste WKN wieder, die der Strategie am nächsten kommt, der Einstieg dann in einem Turbo-Short bei 56 Euro Cent, Kursziel hier 1,75 Euro knapp, Stop-Loss knapp 14 Cent. Ich versuche es ein bisschen größer zu machen, dass Sie vielleicht hier nochmal rechts unten dann das Chance-Risikoprofil sehen, das Verhältnis von 2,81. Machen wir das Ganze wieder ein bisschen kleiner. So. Dann ziehen wir das auch nochmal etwas größer. Dann sehen wir hier letztendlich klar, was ich eben gesagt hatte. Und dann könnten Sie hier wieder auf die Kaufvariante drücken und Ihre Broker auswählen. Ja, das wie gesagt unten eben die Produktwelt. Oben sehen wir dann ganz schön grafisch eben, wie das Ganze sich grafisch zeigen würde. Und das wäre es auch dann schon wieder mit der zweiten Strategie, bevor wir dann zu Erdgas kommen, was der René jetzt wieder beschreiben wird. Und dann kommt der Stefan wieder mit der, mit der technischen Analyse dazu auch. René, du bist wieder dran. So, ja, letzte Runde von meiner Seite. Wir schauen uns Erdgas an, die Natural Gas Future. Und da sehen wir, dass typischerweise Mitte März ein saisonal starker Trend einsetzt in diesem Markt. Und das wird jetzt wieder so eine Situation sein. Wir haben in den letzten Webinaren auch immer mal so ähnliche Situationen gehabt. Wenn wir über Seasonals sprechen, dann haben die meisten so die Vorstellung, man nutzt eben nur, man versucht den klassischen saisonalen Trend zu traden und hofft darauf, dass es immer so läuft. Aber wer das mal gemacht hat, der weiß natürlich, dass das eben genau nicht immer so läuft, sondern dass es manchmal auch genau diametral entgegengesetzt läuft, weil solche saisonalen Effekte, die haben natürlich fundamentale Triebgründe. Und wenn sich fundamental aber eben etwas verändert hat in diesem Markt für dieses eine Jahr, man ein Überangebot hat oder eine Unterdeckung, wenn bei einem Rohstoff beispielsweise die Ernte kaputt gegangen ist, wenn es, keine Ahnung, riesige Erdgas- oder Erdölvorkommen gefunden werden, dann wird sich ein Markt auch mal antisaisonal verhalten. Und das ist genau das, worauf man jetzt in dem Fall hier auch achten sollte. Normalerweise müsste Erdgas eigentlich laut der Saisonalität nach oben gehen jetzt. Wir werden aber gleich noch auf die COT-Daten schauen und werden dort sehen, dass dass die Lage dort gar nicht mal so bullisch ist. Und deshalb wird es interessant sein. Und aus meiner Sicht wird es ein Wenn-Dann-Trade sein. Das heißt also, wenn wir jetzt hier im Erdgas eben nicht die typische saisonale Stärke sehen, sondern der Markt neue Tiefs macht, wenn er wieder Fahrt gen Süden aufnimmt, wenn er eben nicht diese Stärke zeigt, die er zeigen müsste, dann kann das hier eine sehr, sehr chancenreiche Geschichte auf der Short-Seite sein, weil eben dann offensichtlich in diesem Markt im Moment eine fundamentale Konstellation gegeben ist, die ihn in eine unnormale, in eine überraschende saisonale Schwäche hineintreibt. Und so etwas ist immer so ein bisschen schwieriger zu handeln, glaube ich, emotional für viele Trader, weil sie natürlich sich, weil sie den saisonalen Chart anschauen und sagen, okay, da müsste es jetzt nach oben gehen. Aber wie gesagt, das sind Wenn-Dann-Trades. Man geht jetzt nicht blind rein, sondern man schaut, ist der Markt denn tatsächlich stark? Jetzt, wenn man sich die heutige Entwicklung anschaut, dann hat er diese typische Stärke. Aber wenn jetzt da wieder Druck aufkommt, wenn wir da wieder eine Abschwächung sehen, wenn der Markt eben diesen Effekt nicht nach oben vollzieht, dann
kann das auf der Short-Seite ganz interessant sein, weil wir eben auch sehen, das können wir hier uns anschauen, wir haben heute mal eine andere Grafik, weil bei Timing Charts wird die Webseite umgebaut im Moment, da kommt man also gar nicht an die Charts ran, deshalb haben wir heute mal von Wellenreiter Invest die Charts genommen, wo die COT-Daten auch etwas anders dargestellt sind, aber natürlich die gleichen Werte haben. Wir sehen hier blau die Commercials, die Nettoposition der Commercials, da sehen wir natürlich jetzt im historischen Vergleich, wenn man ein Jahr zurückblickt, sind die Commercials vergleichsweise bearish. Die haben also eine vergleichsweise niedrige Nettoposition. Die sind zwar netto long, aber die waren vor einem Jahr ungefähr, waren sie so mit 170.000, 180.000 Kontrakten netto long. Und im Moment ist das doch deutlich weniger. Da sind wir so ungefähr bei 20.000, 22.000 Kontrakten. Also das ist schon drastisch weniger. Vergleichsweise stark abgesichert, also gegen fallende Notierungen. Die Small Specs, das sind die, ist diese grüne Linie, die sind jetzt nicht wirklich wichtig. Die großen Spekulanten, das sind die Fonds, das ist diese rote Linie und die waren hier relativ hoch investiert Anfang 2017. Da hat der Preis dann auch einen Hoch gemacht und ist seitdem im Abwärtstrend. Wir haben jetzt also hier in den letzten Wochen doch ordentlich Federn gelassen, aber Natural Gas von allen Märkten, von allen Futures-Märkten, die man so betrachten kann, einer der schwächsten Märkte, sogar zwischenzeitlich der schwächste Markt, mit den größten Einbußen. Und wenn man auch hier den Vergleich zieht, wie stark waren denn die Fonds vor einem Jahr investiert, da waren sie bei minus 200.000 Kontrakten und jetzt sind sie bei minus 50.000 Kontrakten, also vergleichsweise sind sie relativ stark investiert, bezogen auf die letzten 12 Monate. Aus dem Grund, wenn man sich das anschaut, die Fonds sind im Moment am Abbauen oder zuletzt am Abbauen der Position gewesen, sieht man auch hier, der Preis fällt, weil die Fonds verkauft haben, dann ist hier durchaus der Modus möglich, dass man Erholung, wie wir sie jetzt auch gerade in den letzten Tagen sehen oder auch speziell heute sehen, dass man versucht, die zum Shorten zu nutzen. Man sollte aber, wie gesagt, darauf achten, ob dieser Markt diese saisonale Stärke denn aufbaut oder ob er tatsächlich so schwach bleibt, wie er zuletzt war. Also wenn er tatsächlich relative Schwäche zeigt, dann wird das natürlich eine interessante Sache sein, auf der kurzen Seite etwas zu machen. Eine Korrelation ist auch noch ganz, ganz hilfreich, die man beachten kann. Natural Gas ist auch stark korreliert mit dem WTI Crude Oil. Und häufig kann man beobachten, das sieht man zum Beispiel heute auch, wenn der Rohölpreis runtergeht, ist es häufig so, dass Erdgas raufgeht und umgekehrt. Das ist nicht immer so, aber das ist auch eine Korrelation, auf die man achten kann. Und also da sollte man eben auch drauf schauen, wenn WTI jetzt wieder anfängt, sich zu fangen, wenn WTI einen starken Tag hat, dann das wäre so zum Beispiel ein ganz guter Zeitpunkt, wo man dann auf der Short-Seite im Erdgas etwas versuchen kann. Das klappt nicht immer, aber es ist schon ganz hilfreich, um das Ganze noch ein bisschen besser zu timen. Also das ist die Ausgangslage. Normalerweise müsste Erdgas jetzt deutlich ansteigen. Zeigt es diese saisonale Stärke nicht, dann ist aufgrund der COT-Daten, also aufgrund der vergleichsweise hohen Investitionsquote der Fonds, bezogen auf die letzten 12 Monate wohlgemerkt, ist da noch Potenzial für eine Wiederaufnahme oder für eine Fortsetzung dieses jüngsten Abwärtstrends, der jetzt hier über knapp 4, 6, 8 Wochen andauert. Deshalb wird es interessant sein, da gegebenenfalls, wenn wir tatsächlich dann Schwäche sehen sollten, auf der Short-Seite sein Heil zu versuchen. Und die charttechnische Lage kann uns der Stefan dann jetzt nochmal etwas besser erklären. Jawohl, auch das versuche ich jetzt zum Ende mit etwas höherer Geschwindigkeit in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Ich beginne trotzdem an dieser Stelle erstmal mit dem langfristigen Bild. Man sieht hier den Monatschart von Natural Gas. Da ist noch nicht so viel zu erkennen. Man sieht zwar jetzt, dass wir einen Abwärtstrend haben. Jetzt machen wir das mal gelb, dass man das etwas besser erkennen kann mit dem dunklen Hintergrund. Wir haben hier einen, ja, nehmen wir es mal, mittelfristigen Abwärtstrendkanal. Da hat sich jetzt auf Monatsbasis die erste positive Kerze am unteren Rand ergeben. Wir haben hier beim MACD auf Monatsbasis noch kein Signal, was darauf hindeutet, dass wir eine Trendwende bekommen. Allerdings rein von den Candlesticks ergibt sich da schon so eine leichte Aufhellung. Deswegen gehen wir auch gleich schon in die Tagesebene hinein, hier die letzten 3 Jahre mal etwas zusammengestaucht dargestellt, was man hier sehr schön sehen kann. Ups, da haben wir wieder den Fehler mit Guidance, mit dem ich immer zu kämpfen habe.
Okay, man sieht hier sehr schön, wir hatten in den letzten Monaten bei rund 2,50 $ eine Unterstützung, wo der Kurs immer wieder nach oben abgeprallt ist. Und hier auch sehr schön zu sehen, wir haben hier auf dieser Ebene bereits ein erstes Kaufsignal, was eben darauf hindeutet, dass wir hier nach oben weitergehen können. So, um dein Trading Setup festzulegen, gehen wir dann noch etwas mehr ins Detail rein. Das ist jetzt immer noch ein Tageschart, aber etwas detaillierter dargestellt. Wir haben hier einen sehr kurzfristigen, sehr schwach ausgeprägten Abwärtstrendkanal und da sind wir jetzt zuletzt mit einer Kurslücke nach oben ausgebrochen und haben hier unten, sieht man es nochmal, auch ein Kaufsignal auf dem MACD. Gut, das sind die Fakten, die jetzt in das Trading Setup mit einfließen, so dass ich davon ausgehe, wie es René schon erklärt hat, wenn der Kurs jetzt noch ein kleines bisschen zurückkommt, wird sich ein Aufbau von eine Long-Position anbieten. Deswegen ein Limit bei rund 2,80 $, knapp unter dem aktuellen Niveau. Das bedeutet, wenn der Kurs eben dieses, machen wir da ein paar Linien weg, dass man wieder mehr erkennen kann, wenn dieses Gap, diese Kurslücke hier geschlossen wird, dann wird sich der Aufbau von der Long-Position eben anbieten. Mit einer Absicherung bei rund 2,45 $ und damit sind wir knapp unter dem markanten Tief, was wir hier im Februar hatten. Und die Ziele nach oben hin wären dann zunächst so diese Region, was wir hier im Februar hatten, bei rund 3,10 $, dann die 3,35 hier beziehungsweise die 3,50 mit den Hochpunkten vom Januar. Darüber hinaus dann die 3,77 beziehungsweise die 3,90 als ja, großes Bild sozusagen für eine entsprechende Aufwärtsbewegung. Gut, damit soweit von meiner Technik würde ich dann heute nochmal zuletzt zum Markus übergeben. Ich wiederhole am Ende nochmal ganz kurz das Trading Setup. Einstieg Limit 2,80, Ausstieg Stoppkurs bei 2,45 und die Ziele 3,10, 3,35, 3,50, 3,77 und vielleicht sogar die 3,90 nach oben hin. Ja, danke dir, Stefan, nochmal. Last but not least, meine Stimme versagt auch schon fast. Nach den beiden Short-Strategien noch eine Long-Strategie auf Erdgas, Natural Gas, die wir jetzt einfach dann auch nochmal umsetzen werden, mit dem Guidance der Stop, eine längerfristige Strategie, die auch einen weiteren Stop hat. Und die geben wir auch gleich ein. Wir müssen natürlich hier zuerst einmal wieder den Basiswert verändern und geben hier Natural Gas ein. Das ist hier dieses Henry Hub Natural Gas. Das ist das Erdgas, von dem wir sprechen. Und geben die entsprechenden Parameter noch ein. Das ist die 2,80 Dollar für einen Einstieg. Als Kursziel würde ich den mittleren Wert eingeben, die 3,50 $. Und Stop Loss dann bei 2,45 Dollar. Jetzt ziehen wir uns den Chart hier noch ein bisschen exakter zurecht. Und hier sehen Sie auch schon unten, da kommen nicht so viele Produkte rein, die dieser Strategie jetzt erst einmal ja, sehr nah gesinnt sind. Man kann das ein bisschen breiter fassen, indem man jetzt vielleicht auch den Abstand erhöht und sagt, okay, gib mir noch ein paar mehr Produkte. Aber wie gesagt, die oberste WKN kommt der Strategie am nächsten mit den Produkten, wie wir haben. Und Sie sehen auch ganz schön jetzt hier wieder die Knockout-Levels, die entsprechenden Einstiege in den Scheinen in Euro dann wieder. Der oberste wäre wieder bei entsprechend ungefähr 57 Cent. Das Kursziel wäre hier dann entsprechend den Kursziel von 3,50 $ in einem Schein bei 1,20 €. Und Stop-Loss wäre bei 2,45 $ hier anzusiedeln, was einem Stop-Loss entsprechen würde von 22 Cent. Ja, und dann sehen wir hier rechts unten wieder unser Chance-Risiko-Verhältnis von 1,83. Natürlich können wir das Ganze auch noch anheben und sagen, okay, das Ziel, vielleicht läuft es wirklich stärker nach oben bei 3,90. Dann sehen Sie einfach nochmal den Vergleich, 3,90 $. Sehen Sie nochmal den Vergleich, was dann passiert hier mit den Abständen. Entsprechend
dass man sagt, okay, Stop-Loss zum Einstieg hat sich nicht verändert, aber das Chancenprofil oder die Chance ist größer geworden, weil der Abstand auch hier größer geworden ist und das schlägt sich auch hier nieder und in einem Chance-Risiko-Verhältnis von, machen wir es nochmal die größer, so rum, von 2,91. Ja, das soll es produkttechnisch gewesen sein von unserer Seite. Ich würde Ihnen gerne noch zeigen, was Sie nächste Woche erwartet bei uns. Nächste Woche ist mein Kollege, unser DZ-Bank-Analyst Gabor Vogel vor Ort. Wieder um 7 Uhr, 19 Uhr zur gewohnten Zeit am 13.03. Es wird um den Fokus, er wird den Fokus auf den Rohstoffmärkten haben. Es gibt Einblicke, Analysen und Entwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten. Ja, und ich würde Sie ganz herzlich dazu begrüßen. Ich möchte ganz herzlich Danke sagen an unsere drei Referenten, Ingmar, René und den Stefan. Auch Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute wieder viel dabei gehabt. Das ist teilweise ja, ganz schön fordernd und überladend auch, aber sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat heute Abend. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Auch von meiner Seite mit besserer Stimme und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut und hoffentlich bis zur nächsten Woche.